Einmal alle die Hände hoch, die auch keinen Bock mehr auf dieses Scheißwetter haben. Ich glaube, wenn dieser Vlog rauskommt, dann soll es angeblich besseres Wetter sein. Aber ich glaube da nicht mehr dran. Mein Körper hat sein ganzes Winterfett schon abgebaut. Es ist nichts mehr warm an mir dran. Aber wir haben ja auch erst April. Ich will mich ehrlich einfach einkuscheln in meinem Sitz und dann für 5 Minuten ein Buch lesen, bis ich mich so schlecht fühle, dass ich mich wieder ins Schreiben setze. Das ist mein perfekter Abend. Bei so einem Wetter. Ich habe mir außerdem die Haare gefärbt und schneide gerade an diesem Video. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, dann schaut euch das unbedingt an. Es ist witzig. Ich habe mir vor ungefähr einem halben Jahr oder vielleicht noch länger, vielleicht ist es auch schon ein Jahr her, vor sehr, sehr, sehr langer Zeit habe ich mir was bestellt und das ist heute angekommen. Ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass es jemals passiert. Und jetzt ist es auf verschiedene Arten und Weisen richtig merkwürdig, das in der Hand zu halten. In dieser Box ist ein Produkt der Boring Company. Ich habe so lange auf dieses Ding hier gewartet, dass ich das trotzdem mit euch teilen möchte. Ganz unabhängig davon, wer das hergestellt hat, schauen wir uns doch zusammen einfach den Duft Burnt Hair an. Hä? Wo soll ich das hinsprühen? Ich habe Angst. Ach du Scheiße. Das ist das Komischste, was ich jemals in meinem Leben gerochen habe. Das tut mir so leid, Pummeluff. Es riecht einfach wie ein stark parfümierter Mann, der vor einer Stunde 10 Zigaretten geraucht hat. Es stinkt. Es stinkt schrecklich. Ich glaube, das riecht so unangenehm, weil das nach einem echten Menschen riecht. Es ist so, als würde man an den Klamotten von jemandem riechen. Egal. Mein größter Fan, Lavinia, hat mir gerade gesagt, dass es ja bestimmt auch Leute gibt. Ich gehe nicht davon aus, dass es Leute gibt außer sie. Lavinia meinte, es gibt unter euch Leute, die keine Bücher lesen. Wenn es die wirklich gibt, daran müssen wir arbeiten. Bis nächstes Jahr, ungefähr im März, wenn mein Buch rauskommt, müsst ihr alle Bücher lesen. Jeder von euch, der das guckt, der muss bitte mein Buch kaufen. Und dann hat sie vorgeschlagen, soll ich eine Rubrik über Musik machen. Jetzt will ich mal mit euch über mein Musikkonsumverhalten in den letzten 2 Jahren sprechen. Es interessiert mich wirklich sehr, ob das nur ein Phänomen von mir ist. Ich höre seit 2 Jahren keine Musik mehr. Das ist nicht ganz wahr. So klingt die Musik, die ich gerade höre. Nichts von dem, was gerade neu rauskommt, interessiert mich auch nur in irgendeiner Art und Weise oder berührt mich auch nur in irgendeiner Art und Weise. Und das kann damit zusammenhängen, dass ich älter geworden bin. Ich habe das neue Taylor Swift-Album gehört. Ich finde es unfassbar, was sie erreicht hat. Und echt, also so einfach inspirierend. Nicht, dass ich so Aspirations hätte, irgendwas zu machen in die Richtung, was Taylor Swift macht. Aber es ist trotzdem sehr inspirierend. Aber die Musik, ganz schrecklich. Tut mir leid. Ich will niemanden vor den Kopf stoßen. Das ist wirklich nur was Persönliches. Deswegen ist meine Community-Frage für heute. Was ist aktuell euer absoluter Lieblingssong? Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht eure Vorschläge mich aus meiner Musikflaute rausholen könnten. Außerdem hört einfach alle mehr Zero. Fast die einzige Musik, die ich wirklich richtig mag. Ich brauche Hilfe. Ich habe heute noch geträumt, dass ich schreibe und dann war es auf einmal abends und ich habe nicht ein einziges Wort geschrieben. Dann bin ich aufgestanden, um eine kleine Runde zu gehen, weil mir eingefallen ist, dass ich die ganze Zeit nur sitze. Und dann kam Stephen Gätchen, fragt nicht. Und er hat ein Interview mit mir gemacht darüber, wie mein Tag so war. Und dann habe ich ihm erzählt, dass ich den ganzen Tag geschrieben habe, aber kein Wort geschrieben habe und den ganzen Tag gesessen habe. Und Leute, wenn ich sogar jetzt schon im Traum weiß, dass ich zu viel an meinem Schreibtisch sitze und mir mein Traum-Ich sagt, ich soll mich mehr bewegen, dann muss ich doch was ändern, oder? Deswegen habe ich mir für meinen heutigen Schreibtag und für alle, die jetzt in den nächsten 4 Wochen noch kommen, etwas Tolles ausgedacht. To maximize our efficiency werde ich jetzt diesen neuen Alltag, den ich einfach nicht kenne, ich kenne es einfach nicht, den ganzen Tag am Schreibtisch zu sitzen. Fange ich ab heute an, Dinge auszutesten und das erste, was ich testen möchte, ist eine Dance Break. Sobald ich merke, ich schweife irgendwie ab oder ich will auf mein Handy gucken, dann mache ich mir Musik an und tanze ein bisschen. Normalerweise sitze ich einfach so lange an meinem Schreibtisch, bis ich das Gefühl habe, genug getan zu haben für den Tag. Und das sind meine einzigen 2 Punkte. Ein Startpunkt und ein Endpunkt. Zwischendrin gibt es gar keine Struktur. Also ich sitze nicht die ganze Zeit hier, ich stehe auch auf, ich räume auf, ich trinke was, ich esse was, ich gehe auf die Toilette. Aber ich habe noch nie so eine Methode ausprobiert. Und jetzt habe ich mich das erste Mal hingesetzt und habe gesagt, ich schreibe eine halbe Stunde und danach mache ich eine Pause und dann schreibe ich wieder eine halbe Stunde und so weiter und so fort. Und jetzt habe ich diese halbe Stunde geschrieben und ich habe 450 Wörter in dieser halben Stunde geschrieben.
Also zur Referenz, wenn ich 1000 Wörter an einem Tag schreibe, dann bin ich richtig zufrieden. Und jetzt habe ich einfach schon 450 in einer halben Stunde geschrieben. Ich weiß jetzt nicht, woran das liegt. Es kann natürlich daran liegen, dass das eine Szene ist, die einfach ist zu schreiben, dass ich gerade im Flow bin oder weiß ich nicht was. Aber ich kann mir voll vorstellen, dass es das auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass ich mir jetzt diese Zeit gesetzt habe und ich habe jetzt nur diese halbe Stunde und danach kann ich machen, was ich will. Ansonsten will mein Gehirn immer irgendwie machen, was es will. Und jetzt will es mal schreiben, jetzt will es mal das, jetzt will es mal so. So, und ich habe einfach freien Lauf gelassen und einfach gemacht, wie das so kam. Aber, Alter, Struktur ist einfach geil. Watch me, wie ich nach 10 Jahren selbstständiger Arbeit das erste Mal meinen Arbeitsalltag plane. Junge, lost. Wie habe ich so weit geschafft? I don't know. Hast du Dance Break? Ich und Max laufen. Auf einmal ein Jogger kommt. Wer war dieser Jogger? Mo. Ja. Nein. Mo ist einfach 10 Kilometer gelaufen in einer Stunde. Heute ist ein produktiver Tag. In der Stunde, wo Mo eine Dings gelaufen ist, habe ich 500 Wörter geschrieben. Oh, was? Schocker. Ja. Good morning, Friends. Ich komme gerade von meiner Mental Health Spaziergang mit meinen guten Freunden Maximilian Fratzleinfelder und Zero Baby Regenmacher. Die beiden haben es tatsächlich geschafft, mich morgens früh dazu zu bewegen, einen Spaziergang mit ihnen zu machen und nicht hier zu Hause zu versinken. Aber das ist heute eh gar nicht der Plan. Heute ist ein richtig cooler Tag. Einmal im Jahr findet eine Nacht der Museen in Düsseldorf statt. Und das ist seit ein paar Jahren einfach so eine Tradition mit meiner Mama und mir, dass wir da einfach hingehen. Und das ist heute. Das wird richtig schön. Das heißt, mein Samstag sieht heute so aus, dass ich jetzt versuche, das von gestern zu reproduzieren. Ich werde einfach die nächsten 5 Stunden versuchen, nochmal 1000 Wörter zu schreiben, mal gucken, was passiert. Ich habe das Gefühl, ich bin jetzt in meinem Buch gerade an einem Punkt, wo es sich so alles eher auflöst, als dass es sich so aufbaut. Ich muss mir nicht überlegen, wie kann ich die Information jetzt irgendwie spannend anteasern, damit man gespannt ist, was passiert, sondern ich kann jetzt einfach aufschreiben, was passiert. Aber es läuft ein bisschen flüssiger. Man muss nicht so viel denken. Also heute dasselbe wie gestern. Mal gucken, wo wir am Ende des Tages stehen. Hallo Vlog, sagt Hallo zu meiner Mama. Schön nett sein. Wir sind jetzt bei der Nacht der Museen und in meinem Lieblingsmuseum, das mein Lieblingsmuseum in Düsseldorf ist, weil es so krank random ist. Jedes Mal, wenn die Nacht der Museen ist, gehe ich hier rein und irgendwas Komisches ist immer. Und diesmal ist was richtig Cooles. Oh mein Gott. Das ist, glaube ich, das Schönste, was ich jemals gesehen habe in einem Museum. Wow. Es wirkt so scheiße auf der Kamera, aber es ist halt riesig und wenn man da ist, ist es cool. Ich verstehe nichts von Kunst. Falls ihr euch dafür interessiert, wer die Ausstellung gemacht hat, Kunst. Die hier. Was wird hier drin wohl passieren? Was hast du? Das ist meine Kamera. Willst du etwa auch irgendwas über meine Kamera sagen? Wie toll und aufregend die ist, anstatt dass du mir herzlichen Glückwunsch sagst dafür, dass ich wieder vlogge? Dankeschön. Danke. Wow. Wow, Kunst. Besonders schön finde ich hier immer die Dächer auch. Die sind schon besonders schön. Ich kenne, besteht mein Leben daraus, dass ich 4-mal die Woche zu 3 Fragezeichen ganz gehe. Ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe in der Düsseldorfer Nacht der Museen einfach eine 3-Fragezeichen-Sache gefunden. Wie schön ist dieser Raum? Ist einfach in so einem Lesesaal. Was ist das? Ja, nichts weiter. Die Natur ruft, Baby. Ah, ein Monster! Also es tut mir fast ein bisschen leid, aber ich werde die nächsten 4 Wochen nur noch übers Schreiben reden. Weil das legit das Einzige ist, was ich tue, worüber ich nachdenke und worauf ich stolz bin. Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr wisst, dass am Ende alles gut werden wird? Let me explain. Die erste Idee zu diesem Buch hatte ich vor im Sommer ungefähr 2 Jahren. Und ich wusste von Anfang an, bevor ich auch nur diese Reise begonnen habe, dass ich den größten Teil vom Buch in den letzten 2-3 Monaten meiner ganzen Zeit überhaupt schreibe. Und das ist jetzt. Ich habe mir vorher überhaupt gar keinen Stress gemacht. Ich habe einfach geschrieben, wann ich wollte. Ich habe monitor, wie viel ich schreibe, aber habe mich nicht dazu gezwungen, jetzt extra viel zu schreiben und mein Schreibziel jeden Tag zu erreichen, weil ich wusste, Jody from the future will figure it out. An so Tagen, wo ich den ganzen Tag am Schreiben saß und nur 200 Wörter geschafft habe, habe ich gedacht, Alter, das wird doch ein super Fail. Vielleicht ist dieser Endspurt doch gar nicht die richtige Taktik. Aber sie war die absolut richtige Taktik. Ich glaube, die menschliche Intuition ist so krass underrated, aber eigentlich so stark, dass ich die Wildthese aufstellen würde, dass man eigentlich wirklich bei jeder Entscheidung, die man trifft, vorher schon weiß, was passieren wird. Und obwohl man diese Sachen weiß, macht man natürlich trotzdem auch gern Fehler. Aber im Endeffekt sagt man, ah Mann, ich hab's doch gewusst. Wisst ihr, was ich meine? Jetzt habe ich eine Frage an eure Intuition. Glaubt ihr, dass ich es schaffe,
das Buch bis zu dem Zeitpunkt fertig zu schreiben? Was sagt eure Intuition? Hört mal in euch rein und dann schreibt einfach, was ihr glaubt. Und am Ende, in 4 Wochen, wenn es soweit ist, gucken wir uns an, wer recht hatte und wessen Intuition zugeschlagen hat. Ich habe gerade diese Story hier hochgeladen und ich sehe einfach aus wie 8. Wie kann man denn so aussehen wie 8? Seit irgendwie 20 Jahren will ich herausfinden, wie ich aussehe, wenn ich eine Frau bin, eine erwachsene Frau. Aber es passiert einfach nicht. Ich sehe immer noch aus wie 8. Mann! Shawty can lose it. Shawty can lose it. Shawty can lose it. Shawty can lose it. Oh my God. 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 Shawty can lose it.